Das Opfer wird auf dem Gehweg niedergestochen. Laut Zeugenaussagen hatte der Täter ihr aufgelauert, mitten im belebten Berliner Bezirk Pankow. Mehrfach sticht er auf die Frau ein, für die jede Hilfe zu spät kommt. Ihre Verletzungen sind so schwer, dass sie noch am Tatort verblutet. Der Täter flieht. Sofort leitet die Polizei eine Großfahndung ein, sucht mit einer Hundertschaft und sogar Drohnen nach Spuren des Flüchtigen. Wenige Stunden später wird er wohl wegen seiner Neugier gefasst. Zeugen wiesen uns hier am Tatort an der Kreuzung auf den Mann hin. Und tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich, dass Täter zum Tatort zurückkehren und auch oft genug dann am Tatort wieder festgenommen werden. Bei dem 42-jährigen Tatverdächtigen soll es sich um den ehemaligen Lebensgefährten des Opfers handeln, die in einer nahen Flüchtlingsunterkunft lebte. Sie sollen 6 gemeinsame Kinder haben. Der Mann wird jetzt von der Mordkommission vernommen.